Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge City Skylines 2, meine Lieben, hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir werden heute ein bisschen in die Bildung einsteigen. Hat ein paar Hintergründe, ich muss aber auch nochmal schauen. Wir hatten hier 4 Fahrzeuge schon unterwegs. Es wird also langsam eng, des Weiteren fehlen uns hier Leute. Wir haben schlecht ausgebildet, uns fehlen aber gut ausgebildete Leute. Ich habe nochmal gekickt. Wenn wir hier in die Bildung reingehen, haben wir prozentual keine gut ausgebildeten Leute, Bewohner, Menschen, Kanten. hier die ganze Arbeiterschaft kommt rein, ne? Ja, mein Chrysler. Ah, hier kommt schon wieder ein Krankenwagen rein. Alter, ist das ein Mistwetter. Man sieht, es ist Herbst. Kalt, 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 kalt. Okay, aber es läuft alles noch sehr, sehr gut. Sehr, sehr flüssig auch. Wir werden jetzt aber mal, weil es einfach so ist, wir haben ja auch mal reingeguckt in die Krankenstatistik. Wir haben eine durchschnittliche Gesundheit von 28, haben 26 Patienten. Da wäre ich schon gerne auf Nummer sicher und deswegen bauen wir hier einfach nochmal ein paar Garagen an. Das nimmt natürlich uns die Parkplätze, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Zusätzlichen Platz für Patienten brauchen wir aber derzeit, glaube ich, nicht. Uns fehlen halt hier die gut ausgebildeten Patienten. Wo sehen wir das? Hier Patienten 26 von 100. Finde ich jetzt ist noch nicht dramatisch. Ich weiß nicht, wo die da 26 Patienten unterbringen in dieser kleinen Hütte. Aber hey, in jeder kleinsten Hütte ist auch Platz. Feuerwehr. Ach ne, Polizei. Sieht auch sehr gut aus. Auch hier sieht das sehr, sehr gut aus. Okay, ich würde ganz gerne die Hauptstraße ein bisschen entschlacken. Aber wir wollen halt, also was ich in dieser Folge auf jeden Fall machen möchte, ich möchte die gut ausgebildeten haben und dafür müssen wir in ein College investieren. Dafür werden wir natürlich weitere Busse brauchen und deswegen würde ich, nee, deswegen würde ich nicht, sondern deswegen werde ich nein, keine dreispurige, ich möchte eine vierspurige Straße haben. Beide Richtungen befahrbar, sodass wir hier, okay, müssten wir nach rechts ausweichen, wenn ich das richtig sehe, damit wir das hier auch hinkriegen. Vielleicht sollten wir das auch schon machen. Weil den Platz haben wir. Und da soll ich auch nicht loswerden. Guck mal. Das hätten wir dann nämlich schon mal. Dann würde ich des Weiteren, damit wir hier die Leute vom Parkplatz, vom Dings runterkriegen, war da nicht was, wo wir sagen konnten, dass die dann nicht parken dürfen? Also hier haben wir den kleinen Kreis erkennen, den könnten wir ja auch einrichten. Nee, noch nicht. Hier würden Gebäude wegfallen. Hier würden auch Gebäude. Hier auch Gebäude. Da auch. Okay. Ich würde ganz gerne so von den Hauptstraßen die ganzen Autos wegkriegen. Also jetzt wollte ich doch nochmal die Ampeln flexen hier. Genau, Ampel weg. Ampel weg. Das hindert nämlich den Verkehrsfluss. Aber ihr seht schon, wie weit sie parken. Oh. Den verfolgen wir mal. Aha, aha.
Mal gucken, ob er Passagiere mit hat. Sichert Tatort. Müsste hier ja, genau, hier Tatort. Hier wurde ein Verbrechen begangen. Ein Verbrechen. Ein Verbrecher haben wir mitgenommen. Ja, zack, bam. Sehr gut. So wollte ich das haben. Alles klar. So, dann wollte ich den Busverkehr ein bisschen optimieren. Dafür haben wir hier auch noch Platz. Wir haben ja noch nichts ausgeschöpft. Ja, wir haben ja noch hier unseren tollen, unsere tolle Busstation. Das Busdepot ist ja, um unsere Busse zu holen. Und eine Busstation brauchen wir. Guck mal, hier haben wir eine Fahrspur für den öffentlichen Verkehr. Für den, warte mal, zwei Fahrspuren in entgegengesetzte Richtung, die nur von öffentlichen Verkehrsmitteln, Einsatzfahrzeugen und wendenden Fahrzeugen befahren werden dürfen. Soll ja nicht so schnell, so schlecht. Dann würde ich nämlich ganz gerne hier eine, oh, könnten wir sogar, aha, da geht's nicht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo die Einfahrt ist. Also wir müssten quasi erstmal setzen. Aha. Hier ist rein, da ist Rausfahrt. Okay. Dann würde ich das versetzen einmal. Erstmal hier oben hin. Und dann machen wir uns einfach mal die Straßen zunutze, die sie uns zur Verfügung stellen. So. Und bauen dann den Zopf. Oha, pass auf. Ach, der will da gar nicht ran. Da sollst du eigentlich ran, genau. Nee. Ach Quatsch, da geht an keine Busstraße ran. Was ist das denn für ein Zopf? Ja, gut. Entschuldigt. Das heißt, der geht. Okay. Was ist dann mit der Einbahnstraße hier? Geht nicht. Dann brauchen wir da auch keine Busspur. Sondern verlängern den. Dann fahren wir hier auf die Hauptstraße. Weil man könnte natürlich den Anfang und die, dass die Endstücken da ja, zur Busstraße umbauen, aber das ist eigentlich Quatsch. Dann wollen wir mal gucken, ob wir die Buslinien umlenken können. Linien. Und zwar diese da oben rein. Nehmen wir mal den ersten. Nein, keine neue. Sondern die vorhandene. Von hier aus, nein, zieh den Punkt, um ihn zu verschieben. Ah, jetzt. Okay. Und die gelbe Linie lassen wir da aber auch noch halten. Die ziehen wir, zerren wir da auch noch mit rein. Ganz am Ende. Oder wir lassen hier vorne noch halten. Nein, wir ziehen sie da auch mit rein.
müssen den gleich nur noch mal sagen. Ach Quatsch, die ganzen Mitarbeiter kommen schon. Mit Anhänger, na. Was hast du denn vor? Willst du hier einziehen oder was? Ach, Anhänger weg, ein Glück. Wie jetzt? Ihr sollt da nicht parken und weggehen. Du sollst da arbeiten. Haushaltsvermögen reich und parkt hier oder was? Familie Andersen. Wie heißt du? Sascha Gruber. Familie Schilling. Die parken da alle und dann gehen sie weg. Ich glaub's ja nicht, du? Naja. Gut, ich muss mir das nochmal angucken, wie das nochmal geht mit dem Halteverbot. Aber es sollte eigentlich nicht das große Problem werden. Vielleicht finde ich das auf der Schnelle ja auch noch. Auf jeden Fall fahren die beiden Busse schon mal da jetzt rein. Da steht der andere schon. Ach, guck mal, wie viele Parkplätze hier hinten noch sind. Genau, der geht auch. Ah, der bügelt der LKW wieder lang. Du sollst hier doch gar nicht durchfahren. Okay. Also, das hätten wir. Das muss ich mir noch mal angucken. Damit die Leute da halt auch nicht mehr unbedingt parken. So. So, wir haben das erweitert. Die eine Linie haben wir erweitert. Jetzt wollten wir College machen. College. College. College ist sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene die erste Schritte in Richtung der höheren Ausbildung. Freischalten. Können wir natürlich gleich die Uni mit freischalten, theoretisch. Das ist dann für Jugendliche und als auch Erwachsene und das ist nur für Erwachsene. Die höchstmögliche Ausbildung. Weiß ich jetzt nicht, ob wir das benötigen. Was macht denn? Okay, im Moment machen wir Plus. Eine technische Universität gibt es auch noch. Bietet technisch orientierten Personen eine akademische Ausbildung an, erhöht die Effizienz von Bürofirmen und Industriebetrieben. Medizinische, für die Gesundheitsvorsorge, dann haben wir Radioteleskop, Hadronenspeicher, Teilchenbeschleunigung, Experimente, erhöht das allgemeine Interesse an universitären Bildung und steigert die Nachfrage nach Elektrowaren und Softwarefirmen. Und das geologisch hilft bei der Suche nach großen unterirdischen Erz- und Ölvorkommen. Das ist natürlich wiederum eine richtig interessante Geschichte. Aber was auch nicht uninteressant ist, sind hier die Kreisverkehre und natürlich die großen Straßen. Die möchte ich schon ganz gerne freischalten, weil wir immer noch an allen Straßen hier unsere Dingens haben und das möchte ich nicht. Da würde ich schon ganz gerne langsam mal beikommen, dass wir ein bisschen größere Straßen haben. Okay, gucken wir uns mal die Universität an. Das College. Okay, ich hätte jetzt gedacht, anhand der Schule, dass die hier auch etwas größer wird. Ach nee, anhand der Schule. Das ist ja der Friedhof. Das heißt, hier hätten wir durchaus Platz. Das könnten wir auch nochmal machen. Oder wir gehen halt hier weiter in die Richtung und machen weiterhin Schulzentrum. Aber wir haben hier ja auch noch irgendwann den Flügel und natürlich Fußball hier das Stadion und so. Wir könnten das hier links hinsetzen. Aber da haben wir natürlich schon den Hügel. Oha, was ist hier denn los? Wartet auf Abholung. Krankenwagen, Krankenwagen. Also müssten wir hier eigentlich noch die nächste Versorgung an Krankenwagen und Co. stellen, weil das, glaube ich, zu weit weg ist da hinten. Dann sollten wir das doch gleich mal machen. Die Straße hier wollten wir eh noch weiterbauen. Die würde ich jetzt eiskalt mal wegreißen. Und dann nehmen wir uns mal die großen Straßen vor. Guck mal hier, sechsspurig mit Trennwand. Sechsspurig mit Trennwand. Sechsspurig in beide Richtungen Fahrbahn. Bei weiteren Gegenrichtungen besonders für abbiegende Spuren an Kreuzungen geeignet. Ach so, die asymmetrische, siebenspurige Straße. Okay.
Dann gucken wir mal, wenn wir jetzt die hier nehmen würden. Wir machen das ganz anders. Damit das nicht in die Hose geht, gönnen wir uns jetzt einfach mal hier eine Durchfahrt. Mit Trennwand, mit Trennwand. Aber auch hier hat man diese Raster an der Seite. Wisst ihr, wie man die weg... Alter, ist das achtspurig? Okay, achtspurig brauchen wir noch nicht. Wir bleiben dann doch bei sechsspurig. Entschuldigt bitte. Dann müssen wir die nochmal wegreißen. Ich will eine sechsspurige haben. Mit Trennwand aber. Und ohne... Ja, hier, ja, 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 ja. Extra dosed. Mittig. Ja, das sieht gut aus. So, und dann wollen wir auch da hinten mit hin. Oder wir gehen da vorne ran. Das ist doch mal eine super Idee. Okay, dann gerade. Oder gleich eine Brücke draus. Ist jetzt gar nicht so verkehrt. Ja, also jetzt ganz ehrlich, ist jetzt gar nicht so verkehrt. Ja? Ach, haben die an der Straße dran gebaut? Abbruchreif. Na denn. Ist das wohl so? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also gefällt mir persönlich richtig gut. Ja, ist jetzt ein Ticken hoch hier. Aber ich finde das mit der Brücke sehr, sehr gut. Dann können wir nämlich drunter durch. Mit unserer Straße. Dann brauchen wir nicht die Straße queren. Okay, dann gehen wir hier jetzt nochmal links davon ab. Eine kleine Seitenstraße und beginnen da erstmal mit einer Klinik. Guck mal, wie schön die dahin passt. Wunderbar. So, das ist schon mal ein bisschen, da bin ich schon mal ein bisschen beruhigter jetzt. Mit der können wir noch weiterfahren bis vorne an die Hauptstraße ran. Also nicht ganz ran, sondern könnte man da theoretisch ja noch so Feuerwehr nicht ganz so Platz nehmen. Da, sehr gut, sehr gut. Und vielleicht sogar noch so eine Polizei Station. Dann sind wir doch da schon mal wieder gut aufgestellt und haben eine etwas mehr Sicherheit hergestellt für unsere Bewohner. Das ist schön. So, es regnet immer noch. Es ist Herbst. Wir haben 1 Grad draußen. Also ungefähr Oktober. Oh, was ist hier los? Oh, oh, was ist hier? Oh. Was ist hier los? Wir produzieren mehr Abwasser. Oh, haben wir uns aber ganz schön vergrößert, wa? Ui, 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 ui. Na. Wir wollten, glaube ich, hier diese Wasserpumpstation, Grundwasserpumpstation, Abwasseraufbereitungsanlage wollten wir eigentlich haben, ne? Fortschrittsknoten-Wasseraufbereitungsanlage. Wollen wir mal gucken, wo der ist. Wasser. Ja, den gönnen wir uns jetzt einfach mal. Was ist denn mit der modernen Wasserpumpstation? Was macht die? Die haut Wassermengen raus, benötigt so Oberflächenwasser.
Leitet Wasser aus Seen, Flüssen und anderen Oberflächen ab. Und dieses okay. Aber wir müssen jetzt hier 400.000 Kubikmeter im Jahr. Oh, was? So. So, jetzt dürfte unser Problem beseitigt sein, ja. Können wir das auch wieder zurückpumpen? Also theoretisch könnten wir das ja Schmutzwasser, aber dann kommt das ins Frischwasser rein, ne? Unser Geld hier schwindet. Statistik. Okay. Also dann brauchen wir den Abwasserfluss hier nicht mehr haben, theoretisch. Wir machen den aus. Damit unser Badewasser nicht noch brauner wird. Das heißt, der nimmt das alles jetzt auf. Alle Bürger der Stadt benötigen Trinkwasser, um ihre Bedürfnisse zu stellen. Das nehmen wir zusätzlich für bestimmte Arbeitsschritte Trinkwasser. Also das heißt, wir bereiten 412.000 Abwasser auf. Reinigungsrate 50%, also die Hälfte reinigen wir. Das heißt, wenn wir jetzt das hier noch haben, erhöht die Abwasserreinigungsrate, sorgt dafür, dass mehr Abwasser zu Trinkwasser aufbereitet wird. Das ist ja... Oh, das ist aber... Okay. Was haben wir hier? Stellt der Anlage erhöhte Verarbeitungskapazität zur Verfügung. Achso, dass wir mehr verarbeiten können. Boah. Das haut aber rein, du. Ich würde sagen, dann können wir das hier nämlich uns da uns von verabschieden. Oder? Wenn jetzt alle meckern, dann sieht es schlecht aus für uns. So, was ist hier? Hohe Miete. Ja, das ist, weil du das dicke Grundstück genommen hast. Guck mal, der kann sich das leisten. Du nicht. Du genauso. Hast wieder zu, warst wieder zu gierig mit deinem Grundstück. Was hast du denn hier? Nicht genügend zum Kunden. Ja gut, dann musst du vielleicht mal deine Preise dem Tankstellen an wir nebenan. Ach nee, das ist gar keine Tankstelle. Bist du denn? Petrochem, doch. Musst du vielleicht mal günstiger werden als dein Nachbar. Und nicht immer die teuren Kunden versuchen anzulocken. So, und was haben wir hier noch? Okay, hohe Miete. Mhm. Hohe Miete, das Geflänne möchte ich nicht hören, bitte. So, haben wir hier schon einen Einsatz hier? Klinik? Siehst du, schon ein aktives Fahrzeug. Aber auch hier fehlen uns die gut ausgebildeten Leute. Wir hatten ja extra gesagt, wir fahren jetzt bis hier hinten hin. Stimmt. Wir wollten hier, wo die ganzen, wo der Zopp ist, hier so in der Nähe, ne? Ja, auch alles wieder vollgeparkt. Was wollt ihr alle da drauf? Ich sehe schon, die kleine Straße wird da nicht auch rein. Also müssen wir eine asymmetrische haben, ne? Wir machen mal eine asymmetrische. Ausbauen. Genau. So will ich das haben. Dann wollen wir noch mal ein bisschen lenken. Und zwar von der rechten Spur nicht links abbiegen, sondern nur rechts abbiegen. Nee. Hä? Achso, das kann ich nicht steuern. Okay. Bitte wenden. Okay. Ja gut, dann geht das halt nur so. Also wir können es nur verbieten oder erlauben. Das ist auch gut mit der durchgezogenen Linie. Fahren die gerade nach wohl. Können wir dann nur mit unseren Linien darauf? Warte mal. Okay, wir dürfen da links. Das ist gut. Die auch. Das ist nicht so gut. Okay. Ihr seht schon, der Parkplatz füllt sich. Können wir hier auch die Parkplatzgebühren erhöhen? Oh, hier. Yeah. Freies Mitarbeiter, freies Parken, aber für die Mitarbeiter, ne?
Das ist freies Parken. Habt ihr das gesehen? Gibt's ja wohl ja nicht. Kommen wir dahin. Also wir müssen unbedingt zusehen, dass wir das Park verbauen. Aber ich meinte, das war irgendwo hier in den. Warte. Wo ist denn unsere Region hier? Oh, guck mal, hier oben liegt Schnee. Hatten wir eigentlich schon eine Fahrmeisterei? Nicht, dass wir da uns die Straßenwartungsdepot. Hatten wir noch nicht? Parkanlagenverfügbarkeit. 314 geparkt, 347 Kapazität. So viele Parkplätze sind belegt. Das ist ja der Wahnsinn, Alter. Also theoretisch müssten wir das wahrscheinlich haben. Das Depot für Straßenwartungspersonal sowie Werkzeuge und Fahrzeuge. Die Straßenwartung umfasst Straßenreparaturen, Schneeräumung und Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfällen. Kann mit einer Zulassung für eine größere Flotte an Wartungsfahrzeugen aufgewertet werden. Wird sogar hier an der Schule passen. Oder hier noch mit ran. Also wir sollten es auf jeden Fall nutzen. Weil man sieht ja schon, in welchem Zustand die Straßen so sind, ne? Ja, doch, wir sollten das schon nutzen hier. Alter Schwede. 10 Fahrzeuge? Nee, doch 10 Fahrzeuge. 0 Angestellten, 4 sind aber schon unterwegs. Ah, hier mit Absperrung. Cool ist das denn bitte? Okay. Oh, hier hatten wir eine Allee in der Mitte. Gut, da wollen wir mal mitfahren. Patient Bernd Stephans. Es schneit, Freunde. Es schneit. Es ist Herbst, minus 0 Grad und es schneit. Es wird weiß bei uns. Selbst bei uns, endlich auf der Karte, wird es weiß. Ist das nicht schön? Boah, 2 Krankenwagen? Hatte ich die Ampel nicht weggenommen? Boah, selbst die Autos werden ja weiß. Schnell ist er. Wo fährt der denn ganz hin? Da sieht ja gar nichts mehr. Schneesturm. Alter, die haben aber auch einen Weg, wa? Was ist denn hier passiert, sag mal? Dass hier so viel Wiu-Wiu ist. Ja. So. Und zack ist unser Winterwunderland in Puderzucker getaucht. Okay, also, wir gucken nochmal. Sind jetzt 14 von 14 Angestellten. Wo haben wir jetzt die gut gebildeten her? Ein aktives Fahrzeug, okay. Wo sind die anderen denn her? Sind die anderen von hier drüben losgefahren oder was? Polizei, Krankenwagen. 2 aktive Fahrzeuge. Kehrt zurück.
Kann man so machen. Jede Menge Freizeit. Okay, wollen wir noch mal gucken, ob wir nicht irgendwo hier noch eine Schule untergebracht kriegen, hier unsere Wunderschule. Aber die ist doch größer, als ich dachte. Also die müssten wir wahrscheinlich hier mit hinsetzen. Mit so einem kleinen Schlenker wieder, so wie wir es letztes Mal auch gemacht haben. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Setzen wir wieder hier an. Ne, warte, gerade. So, dass wir da noch einen Parkplatz zwischen kriegen würden. Ich glaube, das wäre mega gut. Achtung, wir probieren es gleich aus. Parkplatz, Parkplatz. Sehr gut, Parkplatz. Hä? Kann ich jetzt überall hinsetzen, oder? Okay, der ist zu groß. Der ist viel zu groß. Da wage ich auch zu bezweifeln, dass der dazwischen passt, aber irgendwie lädt er wohl nicht richtig heute. Das Spiel mag mich heute nicht so. So, dann nehmen wir uns noch einen schönen Fußweg. 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 Schotterstraße, nein. Gasse? Ja, hier. Eigentlich Fußweg. Nicht zum Fahren, bitte. Fußweg. Ist er damit bei? Nö. Da ist er. Bahnen. Aha, Bürgersteige. Ja, nee. Dann eher so. So. Okay, will überall einen extra Bürgersteig haben. Das macht ja leider wenig Sinn. Eigentlich müsste ja theoretisch. Eben hatte ich das hingekriegt, dass er nicht ganz ran wollte. So. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Vielleicht. Also hier ist ja schon ordentlich was los an der Haltestelle. Da würde ich den jetzt auch gar nicht erstmal hier hinten reinzwirbeln. Weil, na, obwohl, der Bus kommt hier raus, könnte direkt gerade rüberfahren, ne? Aber wir bauen erstmal die Schule jetzt. Schule. 750.000 Flocken. Ja, den Parkplatz schließen wir natürlich auch noch wieder an. Da sind wir ja Kumpel. Damit auch alle was zu parken haben, ne? Parken haben wir jetzt ja hier in Überfluss, sehe ich gerade. Mal gucken, ob wir das hier noch hinkriegen. Das wäre vielleicht noch ein. Mal gucken, ob sie es nutzen oder nicht. Scheint ja nicht so. Obwohl eigentlich der sich angepasst hat und direkt daran geht. Aber ich möchte hier nicht noch mitten zwischen den Straßen noch einen Zebrastreifen haben. Das würde sich nicht so gut machen. Oh, das ist sauber. Das ist aber gut Verkehr auf der Linie. Oh, mit Tier? Die Anzahl aktueller der Passagiere im Fahrzeug gegenüber der maximalen Kapazität. Okay. Das scheinen hier ja Hunde zu sein, ne?
also Tiere. Sind sehr tierliebe Menschen hier. Scheint so. Ach hier, Mensch. Ganz vergessen. Und hier können wir bestimmt auch noch Parkgebühr erheben. Im Betrieb befindliche Bezirke auswählen. Ja. Wir nehmen den hier. Stimmt, den könnten wir nochmal ausbauen, ne? Neues Gebiet erstellen. Ne, ich möchte kein neues Gebiet erstellen. Ich möchte eigentlich das hier erweitern. Ach, Stadtgrenze überschritten. Kommt hier noch. Ach, da. Jetzt, jetzt. Gut. Alles klar. Okay. Haben wir da auch? Ja. Der ist für beides zuständig. Der hat noch keinen Bezirk. Dies braucht keinen Bezirk. Beide braucht keinen Bezirk. 111%. Beide, beide. Ich glaube, die hinten haben wir noch nicht, ne? Klinik. Für diesen. Und für diesen Bezirk. Okay. Feuerwehr. Für diesen. Und für diesen Bezirk. Und Feuerwache. Das war schon wieder Polizei, ne? Ich krieg's nicht hin, ne? Okay, ich sehe gerade schon, den Bezirk müssen wir auch nochmal erweitern. Müssen wir aber noch weiter erweitern, sehe ich gerade. Zack. Ich weiß auch nicht, ob wir denn eigen, können wir eigene Linien, können wir Güterzuglinien erstellen? Ich meine, ich bin da so noch nicht so weit gewesen, aber da. Güterzugroutenwerkzeug. Na, das ist ja was. Was hier alles rumliegt. Dass wir alles exportieren. Nur keine Kohle, ne? Die verballern wir hier selbst, aber das Lager ist bald voll. Das heißt, der Stromexport bringt auch einiges an Talerchen. Alter Schwede, haben wir Geld ausgegeben, wa? Okay, so. Wir hatten jetzt da, genau, hier fährt der Kollege gerade vorbei. Muss ja auch mal angucken, die Buslinien, wa? Details. 247 Passagiere. Fünf von zehn Fahrzeugen zugewiesen. Ticketpreis 8 Dollar oder 8 Cent. Liniennutzung 57%. Da hier, das ist ziemlich voll. Da, ach, okay. Es geht aber. Es hält sich aber. Ich kann da noch mal einen Bus mehr raussetzen. Hm? Dann haben wir ein bisschen Kapazitätsrestaurant. Und hier die Industrielinie. Die ist sehr übersichtlich. 15% Liniennutzung. Aber da können wir vielleicht noch ein bisschen was rausholen. Wir wollen ja nochmal gucken. Liniennutzung, was haben wir jetzt? 39 Minuten. Können wir vielleicht noch eine Buslinie machen. Hier fährt der D die Runde hier ab. Wenn wir jetzt vom Zop aus, dann braucht er nicht, was das hier. Hm?
Ach so. Zeigt nur an, dass es ein Linienbus ist. Das sind die halt. Okay, ja. Ich würde jetzt noch eine Linie machen, die hier runterfährt. Okay. Sehr schön, das bringt auch nicht viel, weil die hier eigentlich fast alles abdeckt. Vielleicht sollten wir hier noch. Oh, alter Schwede. Der Parkplatz ist auch voll. Boah. Okay, pass auf. Wir haben ja hier die Linie. Wenn wir dann hier rausfahren und einmal hier eine Schnellbuslinie hier runterschmeißen. Die könnte quasi Transferlinie machen, ne? Schlagen wir es einfach mal so vor. Ist ja noch nichts Dramatisches hier. Passt da der Zopf noch zwischen? Falls ich mal einen Zopf, also falls ich mal auf die Idee komme. Ne, passt ja nicht. Dann. Guck mal, da hinten. Wenn wir dann hier hinten rumfahren, beispielsweise mal. So. Zup. Ja. 5 zu viel. Könnten wir hier. Wie ungültige Form. Ach so, weil ich nicht hier hinten raus genug Platz habe. Habe ich ja nicht mehr gekickt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das jetzt so ungefähr passt. Leichtsinnig, aber könnte. Augenmaß! Guck mal, ich könnte mir sogar hier an den Kopf setzen. Hier an den Kopf setzen, dann fahren wir mit dem Bus hier rein. Der Bus kann dann. Hier wieder auf Linientour gehen. Einmal die Runde drehen. Ich würde einmal hier unten am Pier entlang, wollte ich gerade sagen, eine Promenade. Und fährt dann hier wieder hoch, dann können sie hier umsteigen, weil hier fährt dann der andere Bus lang. Dann setzen wir hier oben eine Haltestelle hin. Dann können sie da hinlaufen, wenn sie es möchten, wenn sie weiter möchten. Und dann fahren wir hier oben wieder zurück. So, erstmal als kleine schnuckelige Beginnerlinie. Oder? Ja, können wir so machen. Ich sehe gerade schon, wir haben schon wieder Nachfragen. Aber ich muss auch eigentlich die Folge beenden. Ich komme ja wieder zu nichts, ey. Hier wäre wieder Mengen Mietpreis zu hoch, aber da kann ich nichts machen. Was kostet es jetzt aber überhaupt? Warte mal, wie viel sind wir jetzt? 43 Millionen. Wir machen jetzt Ende. Wir machen jetzt Ende. Schnee ist eingesetzt. Wir haben eine tolle Verbindung hergestellt. Wir haben einen Zopp erbaut, wo wir jetzt ganz tolle Verbindungen haben und die ganz viel Geld für unsere Parkplätze bezahlen. Das ist ja auch nicht, das sind ja nicht nur die Mitarbeiter, sondern eher die Fahrgäste. Die Fahrgäste müssen wir natürlich doppelt abziehen. Die müssen natürlich was sparen. Guck mal, hier sind die guten im Schneeräumen dabei. Hier schneit das nicht so viel, aber die haben wir erst gebaut, als es noch nicht geschneit hat. So, wir haben jetzt 70 Beschulte, wollte ich gerade sagen, die hier Schulung machen. Was ist hier jetzt? Hier fehlen immer noch 8 gut Ausgebildete. Die sind jetzt gerade in der Schule zur Ausbildung. Ich glaube, hier fehlen uns auch noch welche. Nein, hier haben wir 103% Effizienz. War das hier? Hier fehlen uns keine gut Ausgebildeten. Selbst an der Schule fehlen uns keine gut Ausgebildeten. Okay, die Lehrer brauchen nicht gut ausgebildet sein.
Ja, für die Klinik. Aber das wird jetzt besser. Das wird jetzt besser. Wir können auch mal in die Statistik gucken. Statistik. Jetzt haben wir schon 0,1% gut ausgebildete Bürger. 0,1% von 6.000, von 7.000 Einwohnern. Das heißt, wir haben ungefähr. Ja, viele. 0,1% 6, ne? 7? Aber reicht uns ja erstmal zumindest, ist unser Kohlekraftwerk hier hinten schon mal. Ne, ist es ja nicht. Aber sind wir ganz gut bei. Und wir haben fast das Lager voll. Also löppt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch Spaß gemacht hat. Würde mich natürlich über ein Däumchen freuen, wenn noch kein Abo habt. Nehmt eins mit. Und wenn ich euch noch nicht erreicht habe mit den frohen Weihnachtsgrüßen, dann habt eine schöne Weihnachtszeit, meine Lieben. Wenn es wieder weitergeht mit TPF2, werdet ihr das natürlich sofort erfahren mit einer neuen Folge. Bis dann, euer Kante. Tschüss.